Aber ja, da sind wir jetzt ja schon mit diesem schönen Gesprächsthema ja schon schön weit gekommen, haben ja schon einige Reihen fertig. In diesem Part werden wir wahrscheinlich noch nicht fertig werden, denke ich zumindest. Zwar werden die Reihen immer kürzer, immer kürzer. Aber dann ist auch eine Frage, wird der Sandstein reichen? Jetzt habe ich hier noch ein bisschen, Sand ist auch noch ein bisschen da. Aber so viel dann wiederum auch nicht mehr. Ja, einen Großteil haben wir jetzt hier schon geschafft. Und immer weiter hier Sandstein verlegen. Und die Ecken kommen ja auch immer näher. Immer näher. So. Es wird eine schöne Pyramide. Sehr, sehr schöne Pyramide. Ich freue mich schon auch, wenn wir die Inneneinrichtung machen können. Oh, das wird klasse. Das wird richtig klasse. Ja, wie gesagt, ich habe mir da einiges so überlegt. So. Ja, auf der Karte sieht es jetzt auch schon nicht schlecht aus. Dort vorne ist zwar ein Punkt, aber das ist halt der Aufstieg, wo wir halt hier immer reinkommen. Einen Eingang müssen wir dann auch noch machen. Wo werde ich den Eingang dann eigentlich so hinmachen? Ich denke mal hier hin. Genau, hier hin dann so. Die Bahn will ich ja sowieso noch dann hier weiterführen. Wie ich das hier dann so mache, ich habe noch keine Ahnung. Wirklich noch keine Ahnung. Und daher, ja, ich habe ja geplant, dass dann der Zug, der hier vom Spawn kommt Richtung Longnitz, dass er dann irgendwie hier weiterfährt. Aber wie? Ich wollte eigentlich hier auch, dass dann der Zug so ein bisschen durch die Stadt fährt. Das, ja. Das muss ich noch halt schauen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ob Dachi noch hier seinen Garten braucht, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht frage ich ihn mal, ob ich das hier abreißen kann, dass dann hier so die Bahn hier weitergeführt wird. Dann ist hier wieder ein Problem, dann kommt sie hier nicht weiter. Muss ich mal schauen. Da muss ich einfach mal schauen. So, weiter geht's. Genug mit der Planung. Wir müssen hier bauen, sodass wir so schnell wie möglich hier fertig werden. So schnell wie möglich. Ich werde hier auch mal was essen. Nein, kein... nicht hier schießen, sondern was essen. Weiter geht's. Ja, aber geht doch jetzt so ein bisschen schneller als gedacht. Weil ich habe nicht so dran gedacht, dass man hier auch so... ich sag mal, so jetzt hier... den Sandstein dran machen kann. Ich habe so gedacht, dass ich hier so mit der Shift-Taste hier arbeiten muss oder dass ich das hier so mache. Ich kann das ja hier ganz einfach so machen. Ja. Also die Frage ist wirklich, ob der Sandstein reichen wird für das Hochziehen. Insgesamt wird der Sandstein auf jeden Fall nicht reichen. Da werden wir noch auf Sandtour gehen. Werden wir vielleicht zur Wüste dort hinten hingehen. Hier, damit meine ich diese Wüste. Die wird ja nicht gebraucht. Oder ich kann hier die Pyramide abreißen. Dann kriege ich auch eine ganze Menge Sandstein. Oder ich werde diese Wüste hier so ein bisschen terraformen. Ja, mal schauen. Noch sind wir nicht so weit. Noch haben wir Sandstein. Das soll hoffentlich noch so lange wie möglich, ja, so beibehalten werden. Und ich falle natürlich runter. Wo ist der Aufstieg? Da. Da ist der Aufstieg. Der Aufstieg zur Spitze. Na gut, noch nicht ganz zur Spitze. Bisher ist hier noch keine Spitze. Ah, die kommt noch. Die kommt noch. So. Dann hier und da und da und da. So, ein Stack habe ich hier noch. Diesen Stack fange ich hier noch an, beziehungsweise werde ich hier jetzt noch verlegen und dann muss ich wieder neuen Sandstein herstellen. Die Sonne geht auch schon gleich unter. Ja, werde ich jetzt hier den Stack noch verlegen und dann gehe ich erstmal schlafen und dann stelle ich mir Sandstein her. Den Boden müsste ich dann auch mal mit der Zeit mit einer ganzen Menge Fackeln auslöschen, damit hier keine Monster spawnen. 45 Sandstein brauche ich für eine Reihe noch. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. So, das Bett ist hier irgendwo. Das Bett ist dort hinten. Dort. So, hier mal runter und ab in die Haier. So, und dann mal kurz in meinen Rucksack reinschauen. Hier habe ich ja noch einiges an Sand. Dann in den anderen Rucksack mal reinschauen. Da ist ja auch noch ein bisschen Sand.
Nicht ganz so viel, aber so ein bisschen. Dann hole ich noch mal diese anderen 7 Cent mal raus. Hier. Selbst so war es nicht geplant. So, dann hier noch. Ist hier noch einiges an Sand. Oh, wenn ich das hier so sehe, könnte wirklich sein, dass der Sand nicht reichen wird. Mach das hier jetzt nochmal alles zu Sandstein, aber ja, es wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ich dachte, ich hätte in den dritten Rucksack auch noch eine ganze Menge. Aber ja, Pustekuchen. Pustekuchen. Einfach nur Pustekuchen. So, dann hier nochmal den Rest hier raus. Und das war's dann an Sand. Ich könnte dann aber nochmal zu Hause schauen, ob ich zu Hause noch ein bisschen Sand habe. Ich glaube mal sogar ja. Es sei denn, ich habe das hier schon mitgenommen. Kann auch sein, dass ich das schon hier mitgenommen habe, als wir hier hergereist sind. Ich werde erstmal hier das, was ich hier habe, ja, braten. So, hier wieder hoch. Auf die Pyramide. Und da weiterbauen. Nochmal was essen. Ja, also wenn der Sandstein wirklich reichen wird, dann wären wir wahrscheinlich im nächsten Part dann schon fertig. Wenn der Sandstein reichen wird. Wenn nicht, dann werden wir im nächsten Part wahrscheinlich auf Sandtour gehen. Oder hier ein bisschen terraformen. Muss ich mir noch überlegen. Das mache ich noch. Das mache ich noch. Ah, natürlich. Jetzt hier nochmal verbauen. In diesem Part habe ich mich noch nicht verbaut. Also muss das auch sein. Da habe ich mich schon verbaut. Kann sein. Und ich habe es vielleicht vergessen. Das kann sein. So, diese Reihe werden wir auf jeden Fall noch fertig kriegen. Die nächste Reihe denke ich mal schon eher wenig. Obwohl, könnte auch noch reichen für die nächste. Doch, für die nächste Reihe reicht es dann auch noch. Aber danach für die Reihe. Dann ist Schluss. Also richtig Schluss. So, eigentlich wollte ich in die andere Richtung bauen, wie ich das bisher immer gemacht habe. Das war nicht so gewollt. Könnt ihr euch vorstellen, nicht? Doch? Ja. Das war garantiert nicht so gewollt. So, diesen Sandstein will ich natürlich haben. Nochmal hier runterspringen, nochmal was essen, damit ich hier wieder regeneriere. Weil wenn ich nochmal runterfalle, dann bin ich tot. Mause tot. Das war jetzt aber. Ich wollte es nicht drauf ankommen lassen. Das war jetzt wirklich nicht mit Absicht. Tut mir leid. Aber ich war noch nicht tot, weil gerade so noch ein halbes Herz da war. So, jetzt geht es hier aber weiter. Ich will hier noch ein bisschen produktiv sein. Wenigstens ein bisschen. So. Ich bin wirklich am Überlegen, ob jetzt noch im Lagerkeller noch Sand ist und ich muss hier schon wieder was essen. So viel essen. Ich hab doch nicht mal so viel. Dann müsste ich nochmal entweder zum Bauernhof oder zum Hafen fahren. Da sollte ja das Fels wieder gewachsen sein. So kann ich ja dann machen, wenn hier der Sandstein leer ist. Alles, wie auch immer. Obwohl, ich glaube, ich hatte wirklich nicht alles Sandstein mitgenommen, was ich noch zu Hause hatte. Und Sand auch nicht. Nee. Also sollte ich dann noch ein bisschen was haben. Das wird dann auch nicht reichen, denke ich. Kommt drauf an, wie viel ich noch habe. Kommt dann drauf an. Ja, ich werde da mal schauen. Schon wieder hier. Das Essen. Ja, für diese Reihe hat es dann noch gereicht. Für die nächste wird es nicht mehr reichen. Das kann ich versprechen. Das kann ich versprechen. So. War doch schon schön weit gekommen in den Zweifeln, die ich jetzt hier aufgenommen habe. Nächste Aufnahmesession könnten wir schon fertig werden. Na gut, dann fehlt dann wahrscheinlich. Keine Ahnung. Mal schauen. So, hier. Und der letzte Stack wird angebrochen. Ah, da spawnt sogar schon der erste Creeper. Das ist sehr, sehr schön. Ja, werde ich dann bald mal ausleuchten in den nächsten Folgen. Ich mir dann einige Fackeln herstellen. So. Generell will ich hier in der Pyramide eher mit Fackeln statt mit Glowstone arbeiten, weil ja. Pyramide und Fackeln, das passt eher als Pyramide und Glowstone. Und so, jetzt ist es hinüber.
der Sandstein. Alles verbaut. Da mache ich ja mal Slash Spawn und werde mal in meinen Lagerkeller rennen. Mal schauen, ob da noch ein bisschen Sand ist. Ach ja, Mandy hat übrigens hier jetzt ihr anderes Haus abgerissen und ein neues Haus hingebaut. Mit Wolle und oh, Ruhe und Frieden, Coco und Rex. Oh. Ja, mit ein paar Fernen hier. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Hat sie wirklich sehr, sehr fein gemacht. Ich kann ja mal gerne hier mal von innen reinschauen, wenn ich das darf. Ja, ich denke mal schon. Ja, hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gefällt mir. Hier mit Wasser unten. Dann hier der Garten, der ist ja immer noch gleich. So. Ja, hat sie fein gemacht. Ist hier. Respekt, Mandy. Respekt. Ich möchte hier raus. Dankeschön. So. Dankeschön. Dann geht es jetzt mal hier rein und mal schauen, ob ich hier noch was habe. An Sand bzw. Sandstein. Ah doch, wir sollten noch was haben. So, Steinzeug, Granit, Sandstein. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Das wird auch nicht ausreichen. So leid, wie es mir auch tut. Dann sollte ich hier noch... Ja, Sand habe ich hier auch noch. Den Rest hier ein bisschen Sand lasse ich trotzdem noch drinne, falls ich das mal brauchen könnte für was anderes. Und das tue ich jetzt hier einfach mal alles in den Rucksack hier rein. So. Und dann fahren wir jetzt zum Hafen, da ich mir ein neues Essen holen möchte. Gehen wir mal kurz zum Bahnhof hier hin und fahren dann mal mit dem Zug zum Hafen. So, ist hier zufällig gerade ein Zug? Ja. Ah, der... Nee, der fährt nicht los. Okay. Ich wollte schon sagen, fährt er jetzt schon los, aber eigentlich nicht. Aber der dürfte jetzt jeden Moment los... Oh ja, ich komme genau richtig hier an. Genau richtig. Dann fahren wir mal los. So... Hier bei schönem Wetter, bei strahlender Sonne. So muss das sein. So und nicht anders. Ja, was? Dann ist eine weitere Frage. Was will ich jetzt abernten? Brot, also will ich dann Brot herstellen? Ofenkartoffeln oder Karotten? Ne, Karotten hatten wir ja eben erst. Entweder Ofenkartoffeln oder Brot. Die Frage. Muss ich dann erstmal schauen, welches Feld jetzt voll ausgewachsen ist. Kann ja sein, dass irgendein Feld gerade erst abgepflanzt wurde. Muss ich dann einfach mal schauen. So, da ist der Gegner. Ach, der gegnerische Zug. Ja, der gegnerische Zug. Ich meinte, der Zug von der anderen Seite. Gegnerischer Zug. Wie komme ich denn darauf? Zu viel zockt mit Gegnern und so. Ja, gegnerischer Zug. So, gleich angekommen. Ach, ich wollte nicht nach oben schauen, sondern nach vorne. Immer nach vorne schauen. Nie nach hinten schauen. So, dann kann ich ja schon mal F1 drücken. Da steht sogar schon der nächste Zug. Dann kurz hier mal anhalten. Ja, das Weizen sieht auch sehr, sehr schön aus. Will ich mir mal Brote machen. Genau. Ein paar Brote. So, hier mal bitte sprinten. Dankeschön. Ach, das sieht aber auch schön aus hier, wie das ganze Weizen hier herumwedet hier im Wind. So. Ja, so ein Steckbrot hätte ich schon gerne, muss ich. Ja, so ein Steckbrot wäre nicht schlecht. Werde ich auf jeden Fall zusammenkriegen. Hier gibt es genügend Weizen. Hey. Meine Maus, du böse. Heute hat eben einfach mal nicht reagiert. Wo ist denn sowas? Gibt's doch gar nicht. So, dann die Frage. Wie viel Weizen kriege ich daraus? 1,66 Stück. Liegt hier irgendwo nochmal im Wasser was? Nein? Okay. Dann werde ich hier erstmal nochmal ein bisschen was anpflanzen. Die Sonne geht zwar jetzt unter, aber das interessiert mich jetzt aber ganz recht wenig. Dann werde ich hier das Feld nochmal neu anpflanzen. Und dann nochmal so viel ab. Ernten, dass ich ein Stack Weizen rauskriege. Habe ich da hinten ein Feld ausgelassen? Nein. So, dann hier noch.
Immer schön weiter und so fort. Ich könnte eigentlich auch mal wieder in einen Job reingehen. Ich bin, glaube, gerade joblos. Glaube ich. Oh nein, ich bin, glaube, Angler. Oder Fischer. Muss ich mal nachschauen. Jobs. Leave. Bin ich noch Angler, Fischer? Fisch. Ah ja, ich war so noch Fischer. Dann ich mal hier. Raus. Dann wäre ich gerne jetzt Terraformer, nicht Farmer. So. Und hier jetzt. Dann noch ein Stack und vier Weizen. Und dann habe ich ein Stack Brot. Farmer Level 2. Das ist sehr, sehr schön. Nur 12 Stück jetzt hier noch. Ich muss hier auf. Ja, da habe ich was ausgelassen. Auch noch was. 27 Stück. Das ist eine ungerade Zahl. Gibt's doch gar nicht. Naja. Echt. Level 3. So, 49 Stück habe ich. Habe ich denn zufällig eine Hacke dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nur 2. Da. So. Da kann ich mir dann ein Stack Brote herstellen. Sobald meine Karten dann leer sind, kann ich dann auch das Brot essen. Ist ja klar. So, Farmer Level 5 krieg ich auch ein bisschen was an Geld. So muss das sein. Habe ich da alles? Ja. Genau. Die letzte Reihe hier noch. Dann geht die Aufnahmesession auch nicht mehr lange. Hier noch. Dankeschön. Und die kaputten Felder, die werde ich eines Tages mal reparieren. Eines Tages. So. Hier, die Samen können hier mal ruhig hier rein. Und dann gehe ich mal kurz in mein Haus hier rein. Aber was ist denn da los? Wieder so viele Loren, das finde ich aber nicht in Ordnung. Da müsste ich auch mal was hier dagegen tun, dass hier nicht so viele Loren hier sind. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So, hier mal ganz schnell hier rein. Hallo Bella. Hier tue ich mal die Loren dort in die Ecke und leg mich mal ganz kurz schlafen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle wach? Das ist sehr, sehr schön. Dann hier und da und da. Und dann kann ich hier die restlichen zwei Karotten essen. Und dann geht es auch im nächsten Part dann weiter. Ich schaue mir aber nochmal die Pyramide mal mit dem /Fly-Befehl an. So. Oh ja, das sieht bisher sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Wird der Sandstein reichen? Das werden wir dann in den nächsten Parts erfahren. Bis dahin. Viel Spaß euch noch. Bis dahin. Und ciao.